Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer Aufnahme von Civilization 6 und wir haben gleich noch einiges zu klären, warum in den letzten Tagen nichts kam, aber mit dabei ist wie immer der liebe Frank. Hey Leute! Jo, hallo! Und bevor wir loslegen, diesmal streamen wir nicht nebenbei, aber ganz wichtig sind solche Dinge. Oh Mist, erstmal richtig schönes Mikrofon angerempelt. Warum kam jetzt 2 Tage lang kein Civilization? Erstmal, also ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal 2 Tage Pause komplett von YouTube, weil ich habe die letzten 3 Wochen eigentlich täglich nur an YouTube gesessen, auch wenn es vielleicht so vom Aufwand der Videos und nicht zu sehen ist. Ich sitze da doch damals Thumbnails machen, Namen für die Videos, da nehme ich einen Haufen Sachen auf, die ich verwerfe, wo ich mir denke, ach, das Spiel lässt sich nicht let's playen und so. Und deswegen habe ich mir einfach meine letzten beiden Tage freigenommen. Zudem habe ich jetzt ein bisschen Halsschmerzen. Das ist auch eine Notlösung, die ich jetzt aufnehme. Denn hatte Frank in den letzten Tagen, also nicht, dass er keine Zeit hat, aber wir hatten in den letzten 2-3 Tagen einfach gerade keine Kommunikation. Deswegen sowas. Und dann habe ich auch mal privat so ein bisschen gezockt und habe dann abends, wollte ich immer mal aufnehmen, dann habe ich mich doch lieber ins Bett gelegt. Ja, ich lege mich lieber ins Bett als zu zocken. Das hat schon was zu bedeuten, aber... Na gut, so ist es manchmal. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch lang labern, wir müssen heute einiges aufnehmen. Ist bald Weihnachten. Bis dahin wollen wir vorproduzieren. Das heißt, jetzt geht's ans Eingemachte. So. Erstmal rumgucken. Wo sind wir stehen geblieben? Das ist immer schwer, weil wir haben jetzt, wie lange nicht mehr aufgenommen? Bestimmt schon 1,5 Wochen oder so. Eine Woche, 1,5 Wochen bestimmt. Da ist man denn immer könnte so. Könnte sein. Na, wobei, nee, so lange. Doch, das haut hin. Nee, so. Doch, letzten Sonntag haben wir aufgenommen. Es geht schnell. Naja, man ist dann immer so raus, ja. Ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, was wir in den letzten Folgen so gemacht haben. Das ist kompliziert. Aber okay, Einheit benötigt Befehle hier. Und dann haben wir ein paar Barbaren. Ich würde die mal wieder langsam nach oben ziehen lassen. Und, Frank, da du ja etwas mehr Erfahrung in Hinsicht, von Civilization hast, würde ich dich gern mal darauf auffordern, ich muss ein bisschen was trinken, mein Hals ist gerade ein bisschen zu, würde ich dich gern mal dazu auffordern, vielleicht mal, dass du so einen kleinen Schlachtplan entwickelst, wie wir jetzt so vorgehen können, was wir alles so machen sollten und so. Du entwickelst so einen kleinen Schlachtplan, ich trinke einen Schluck, also ich würde sagen, willst du oder nicht? Wir hatten dem anderen doch versprochen, da glaube ich, oder war das bei dem hier, dass wir nicht in seiner Nähe siedeln, aber eure Städte sind so nah, eure Truppen sind so stark. Ihr macht mich nervös. Russland, aha. Na, wir sind Russland. Wenigstens einen macht man nervös. Wenn ich das nicht verstehe, die müssen militärisch eigentlich viel weiter sein als wir. Aber na gut. Mhm. Also, du kannst haben gerne. Wir deine Stadt gegründet, ja. Ja, das waren wir. Du kannst also gerne einen kleinen Schlachtplan entwickeln. Also, und ich trinke mal einen Schluck. Na, hoffentlich müssen wir doch nicht so schnell Schlachten schlagen. Ich meinte ja nur so allgemein, was wir jetzt in Zukunft so machen wollen. Wir müssen jetzt ein paar Stunden aufnehmen, was wir in der Zeit so machen können. Schon mal ein bisschen teasern für die nächsten Folgen. Hier ein bisschen spoilern. Auf jeden Fall müssen wir Städte gründen. Was macht der denn da schon mit seiner Stadt? Was soll denn das? Achso, wir sind schon wieder. Wir rücken schon wieder uns zu dicht auf die Pelle. Das ist echt doof. So. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir hier gehen sollen. Egal wo wir sind, hier sind Städte. Ich würde hier gerne hier oben mal gucken. Erfinde nicht das Rad neu. Ja, schön, wir haben das Rad erfunden. Wie spannend. Und zwar beeinflusste Städte am... Ah, okay, die haben wir unter... beeinflussen wir. Also das hier gehört schon mal uns. Das ist militärisch gesehen ja schon mal sehr, sehr gut. Was hier oben? Ich würde halt gerne irgendwie ein bisschen Platz schaffen, weil... Also ich fühle mich hier ein bisschen sehr, sehr eingeengt. Ja. Im Moment können wir nur noch nach Osten. Ja. Und selbst da kommt jetzt bald Wasser. Das
deswegen hier oben vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Truppen schon nach Westen geschickt hatten, weiß ich auch nicht. Wir haben ja echt zwei. Alles, was hier oben ist, haben wir. Steht unter unserem Einfluss. Ist ja eigentlich ganz gut, aber das heißt, wir können es militärisch nicht gerade einnehmen. Das ist schlecht. So. Die Stadt da oben hat schon 5. Ah, das ist schon. Da wird schon einiges drin stehen. Ja. Gehört aber auch uns, ja, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich mache hier mal Keramik. Mhm. Also wir müssen jetzt echt aufpassen, wo wir hier hingehen, weil wir haben eigentlich wieder, wie damals bei Indien, wir haben eigentlich wieder ein Problem, was es angeht. Wir sind halt sehr, sehr eingeengt. Müssen wir einfach sagen. Mhm. Müssen wir zugeben. Müssen wir wahrscheinlich so schnell wie möglich versuchen, vernünftige Schiffe zu bauen. Und rüber zu fahren. Warte, ich muss ja mal ganz kurz, ja. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme am Ende alles hinhaut. Weil sonst haben wir ziemliche Probleme. Aber wenn wir nebenbei noch mit Skype, Videoübertragung machen, bin ich mir nicht ganz so, ja, wird schon. So. Nee, also wie gesagt, wir haben wieder eigentlich eine sehr schlechte Position, aber na gut, damit müssen wir jetzt leben. Wir müssen, glaube ich, rübersiedeln. Was meinst du, rübersiedeln? Übers Wasser oder in den Osten? Übers Wasser, so Richtung. Ah. Also wenn da schon Wasser ist, müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir halt auch erst mehr Truppen ausbilden, die nötigen. Ja, Schiffsbau brauchen wir dazu, also so, was haben wir jetzt? Wir haben hier neue Siedler. Die Frage ist, wollen wir jetzt noch, wollen wir jetzt erstmal siedeln? Ich sag jetzt mal, warte mal, Handwerker. Ich sag mal Bogenschützen, damit wir hier einfach nochmal ein bisschen bogen können. Denn weiß ich halt nicht, sollen wir jetzt probieren, in den Osten zu gehen und ein bisschen zu siedeln nochmal mit einer Stadt? Also wir müssen da erstmal, vielleicht erstmal einen Speer hinschicken muss. Ja, hier ist ja schon alles erforscht im Osten, ja. Also im Osten ist ja tatsächlich nicht mehr viel, was da ein Speer noch machen kann. Also, wollen wir die jetzt in den Osten siedeln lassen oder eher nicht? Wenn da noch Platz ist, könnten wir es, aber da steht auch schon wieder eine Stadt. Ja, aber die hier oben ist der Stadtstaat, der steht ja unter unserem Einfluss. Ja? Okay, Russland hat die jetzt auch haben die jetzt auch. Das ist natürlich blöd, ja, wenn Russland die in Oberhand kriegt, dann ist doof gerade. Ist wieder so eine Sache, aber man muss tatsächlich sehen, es ist nun mal so, ja. Das war auch damals so, egal wo man gesiedelt hat, es konnte immer jemand anders kommen, ja, guck dir die Indianer an. Die haben damals da gesiedelt, dann kam Kolumbus und hat das Land für sich beansprucht und so ist es halt. Da muss man dann halt irgendwie leben. Sagen, als ob der das hier? Als ob der das entdeckt hätte. Ja. Aber ich habe jetzt, wir gehen jetzt mit den Siedlern mal nach hier oben und probieren da mal so in nordwestliche Richtung. Mal gucken, was hier gibt. Mal sehen, wo das Meer ist. Mal gucken. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen. Schon cool, dass das höchstwahrscheinlich eine der letzten Aufnahmen mit den alten Mikrofonen ist. Das freut mich ein bisschen.
Vielleicht ist auch ein bisschen nostalgisch und so, aber es freut mich auf jeden Fall auch ein ganzes Stück. Hat er aber jetzt auch schon viel Geschreie und so über sich ergehen lassen. Ach. So. Kann ich mir vorstellen, wie viel ich in diesem Mikrofon reingebrüllt habe. Wie viel Speichel sich da drin einfach befinden muss. Ich freue mich auf mein Mikrofon. Man wird ja da noch nicht reinspucken. Ja, aber du musst es so sehen, immer wenn man wenn du mit jemandem sprichst, kannst du ja mal mitzählen, wie oft dann Speicheltropfen aus dem Mund fliegt. Es geht jetzt nicht um ein Gespräch von einer Minute, sondern halt, wie wir halt mal 2 Stunden aufnehmen. Mhm. Und wenn man da dann immer zugegen spricht, dann speichelt man da auch dementsprechend raus, beziehungsweise wenn man spricht, verdunstet auch das Kohlenstoffdioxid und dadurch ist die Luftfeuchtigkeit ja auch höher, ja, hier mal biologisch gesehen. Und dadurch möchte ich gar nicht weiter drüber reden. Aber sehr gutes Thema, wollte ich gerade sagen. Es gibt gewisse YouTuber, bei denen das tatsächlich rostet, das geht auf dem Mikrofon. Ja. Möchte jetzt keinen Namen erwähnen, aber ich sag mal Gronkh. Alter, ohne Spaß, sie nervt so. Was will die denn? Die will schon wieder, ihr habt ja echt keine Ehre wegen Blutvergießen und so. Ohne Spaß, die nervt. Die soll sich doch ihre eigene... Oh, was will der denn? Die soll sich doch ihre eigenen Truppen bauen. Und sich verkrümeln. Finde ich traurig, sowas. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwas entdeckt. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, zum Beispiel ich bin bei Civilization sehr kriegerisch. Ich hatte zum Beispiel schon wieder Lust, ein paar Truppen auszubilden. Und dann hier unten auf Novgorod. Ja, all dieses russische Land hier unten. Die sind erst auf 20, Verteidigung haben sie auch nicht so gut. Auf 2, Verteidigung haben sie auch nicht so gut. Also, so im Allgemeinen. Aber es könnte schon sein, dass die schon wieder gemeinsame Sache mit dem anderen da gemacht haben. Naja, du musst halt so sehen, hier ist noch St. Petersburg, ja. Aber ich weiß nicht, ich zum Beispiel, ich bin ja einfach so einer, ich hätte da jetzt voll Lust, da so in die Richtung zu türkeln. Also da brauchen wir schon eine ganze Menge Truppen und Stadtmauern, dass wir das aushalten. Ja. Aber ich baue hier nochmal ein paar Krieger. Ich weiß ja echt nicht, wie viel man gegen die kleine Stadt, die hat ja keine Stadtmauer und die hat ja nix. Rein theoretisch kann es ja nicht schwer sein, die zu besiegen. Mhm. Und St. Petersburg ist auch noch nicht so gut, ja. Die schicken dann ihrerseits wieder Truppen. Naja, also St. Petersburg ist so gut wie unsere beiden Städte zusammen. Und dafür, dass unsere noch bei weitem nicht so lange stehen, ist es jetzt natürlich auch nicht so schlecht, ja. Muss man halt gucken. Aber ich würde die halt, wenn denn so schnell wie möglich, weil wir wissen es ja vom letztes Mal von Arabien. Es geht unheimlich schnell und dann sind die auch schon ganz schön weit, ja, vor allem militärisch. Hast du da schnell keine gute Chance mehr. Deswegen würde ich da lieber relativ schnell angreifen, als zu spät. MS 2, ne? Ja, 2 haben wir es, okay. 2 Städtchen. So. Aber erstmal eine Stadt geplättigt. Also ein kleines Dörflein. Weiß immer nicht, ob das Aufnahmeprogramm ist. Ob das einfach
der Bildschirm es dann nicht so viele FPS darstellen kann. Oder ob das tatsächlich die Skype-Übertragung ist, die alles kaputt macht. Wäre alles drei eigentlich nicht so gut, aber okay. So. Auftrag. Zack. Der Rechner müsste das eigentlich schaffen. Ich müsste eigentlich, ja, der Rechner schafft es. Wobei die CPU-Auslastung dadurch natürlich relativ hoch ist, ja. Mhm. Aber ich traue den Rechner das einfach jetzt mal zu. Also das Einzige, was den Rechner zu schaffen macht, ist die CPU-Auslastung, weil das halt, die Aufnahme allein schlägt halt komplett auf die CPU. Deswegen, naja. Pass auf, was passiert denn? Oh. Warum ist ein Computer geworden? Was? Warum ist es ein Computer geworden? Da muss er jetzt durch. Ja. Pass auf, guck mal auf dein Handy. Hast du es gesehen? Mhm. Ja. Heißt, technisch wäre es möglich, dass ich hier mit einem Knopfdruck das ganze Greenscreen-Setup aufbaue. Ja, also. Schon mal relativ nice, ja. Mhm. Genau dazu steht es auch eigentlich hier. Mhm. Dass es alles richtig schön schnell zu machen ist. Okay, Ach, barbarische Barbaren. Ja, ja, ich lasse sie einfach mal weiterlaufen und hoffe, dass sie nicht angreifen. Diamanten! Nice! Mhm. Dann werde ich einfach auf den Diamantenfeld siedeln. Beziehungsweise auf dem Feld daneben. Weil sonst geht's ja schon wieder relativ dicht hier an. Weiß nicht, was das ist an. Wird ja auch empfohlen als Siedlungsplatz, ja. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen eingeschanzt da unten, aber da kacken wir jetzt mal drauf. Ja, es wird auch wieder ziemlich eng, aber. Das Leben an Land widerstrebt, aber das Leben auf See ist besser. Segel. Wie süß. So, Politik ändern. Mhm. Fünf Prozent Kampfstärke, die brauchen wir. Nee, ich sag mal. Nach. Wir nehmen das. So. Produktion für Siedler brauchen wir mehr auf jeden Fall. Politik bestätigen. So. Und jetzt können wir. Würde man sagen, wir machen weiter mit der Schrift. Zack. Ich baue hier ein kleines Örtlein. Was ist das? Cincinnati. Cincinnati. Cincinnati haben wir gebaut. Sehr schön. Sagt mir sogar was. Militärtradition, Mystik, Staatsdienertum oder Drama und Dichtung. Welches taken wir? Deine Entscheidung, wie immer, ja. Ich würde noch mal einen beherzten Schluck nehmen. Was haben wir von Staatsdienertum? Was haben wir da? Wirtschaft plus 15% Produktion. So, oder weniger. Ja, und plus ein Gold pro Runde und Einheiten reduziert. Warte. Einheitenunterhalt um ein Gold pro Runde reduziert. Mhm. Hey, das ist eigentlich gut. Das ist gut. Also, das nehmen wir. Ja. Weil wir können es uns nicht leisten, zu viel Geld auszugeben. So. Würde ich tatsächlich hier oben erstmal einen Speer reinstellen, damit wir hier ein bisschen durch die Gegend duxen können. Zack. Der Wilfried. Eure Untertanen sind faul und unwürdig. Wenn ihr nichts produzieren könnt, wird man eure Zivilisation schon bald vergessen. Auf Wiedersehen. Okay. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint war, aber okay, das wird sich schon irgendwann erschließen. Ja, vielleicht haben wir eben so wenig Städte, kann ja sein.
Das könnte sein. Oder zu wenig Einheiten. Obwohl der das ja gar nicht wissen dürfte. Das Griechenland. Mhm. So. Na gut,